Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es lange angekündigt. Ja, ich habe es 2-3 Mal, glaube ich, angekündigt. Huhu! Ja, neue Umgebung hier. Ihr seht wahrscheinlich nicht wirklich viel. Sieht man die? Gut. Ja, ich stehe hier jetzt im Sinne meiner veganen Woche und werde für euch einen, also mit euch, für euch, vor euren Augen einen Schoko-Kokos-Bananenkuchen-Torte machen. Jetzt. Jo, meine Schoko-Bananen-Kokos-Torte-Kuchen. Yay! Zuallererst mal brauchen wir einen Teig. Wir haben hier unser tollen Thermomix, aka Waage, und ich habe mein Rezept hier auf meinem Handy stehen, also fragt euch nicht, mein Handy vibriert, das ist uncool. 250 Gramm Mehl. Uhu. Wir haben dafür Dinkel-Roggen-Vollkornmehl, glaube ich, oder Dinkel-Vollkornmehl. 250 Gramm. Hm. 210, 220, 230, 200. Ach, kommt schon. Auch das nicht. Ach, muss jetzt reichen. Ja, das Rezept steht übrigens nochmal unten in der Videobeschreibung. Oh, ich bin jetzt da dran gekommen. Piep. Ja, piepen ist immer gut bei ihm. Danach brauchen wir Zucker, nämlich 125 Gramm Vanillezucker nehme ich dafür ab. Da braucht man dreimal Zucker, was ein Scheißdreck. Ja, das geht ja nicht auf 5 Gramm. Auch den Zucker haben wir im Teig, oder was das jemals für ein Teig sein soll. Ja, ach, egal. Wird schon reichen. Als nächstes brauchen wir 100 Milliliter Öl. Ich nehme dafür ein, ja, Piercing. Ein natives Olivenöl. Juhu. Ja, das geht nicht zu. Das ist uncool. So. Ach, da können wir noch ein bisschen was reintun. Das wird gerade Pi mal Daumen gemacht mit dem Öl. Pulver, Kakaopulver. 50 Gramm Kakaopulver kommen als nächstes. Ja, mein Piercing nervt mich gerade echt. Ist das nervig? Nerviges Piercing ist nervig. Ich mache hier schon wieder ein Chaos, Leute. Ja. Katze. So, Kakaopulver ist drin. Backpulver. Na. Oh, fuck it. Eine Packung Backpulver. Check. So, jetzt das Ganze erstmal schön verrühren. Und somit haben wir unseren fertigen Teig. Nein, natürlich nicht. Als nächstes müssen wir so lange Wasser einrühren, bis es klappt. Also bis es ein fester Teig ist.
Dafür müssen wir kurz an unsere Spüle und Wasser holen. Ah! Was ein uncooler Scheiß drin. Machen wir es doch lieber so. Das wird es schon nicht töten. Bisschen blöd, ja. Das macht mir Angst. Ja, ein bisschen was an Wasser könnte noch reinpassen. So. Jo, geht so. So, also unseren Teig haben wir schon mal fertig. Der wird jetzt in eine Springform gegeben und bei. Und danach mache ich erstmal weiter, erstmal den schönen Teig. Noch nicht ganz. Ist das scheiße. Mit einer Teigkarte kriegen wir alles raus. Für alle die, die keinen Thermomix daheim haben, natürlich. Wow, ist das scheiße wenig. Für die Springform. Natürlich einfach nur alles zusammenmischen. Der ersetzt jetzt halt einfach nur mein Rührgerät und alles andere. So. Und ich glaube, ich mache hier auch mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns, sobald der Kuchen dann aus dem Ofen ist, beziehungsweise bei weiteren Schritten. Ich sag bis gleich. So, der Ofen ist jetzt im Kühlschrank. Wie komme ich jetzt auf der Ofen ist jetzt im Kühlschrank? Nein, der Kuchen ist jetzt im Ofen so rum. Es kommt kein Kühlschrank drin vor, noch nicht. Als nächstes müssen wir uns um den Pudding kümmern. Habe ich auch schon richtig Bock drauf. Und dazu brauchen wir erstmal Bio-Vanille-Sojamilch mit Vanillegeschmack. Ich kann heute echt nicht mehr reden. Das war zu lang für mich. Ich muss jetzt nur den Punkt finden. Das Ganze natürlich wieder im Thermomix. Ja, so. So. Oh fuck. Oh fuck. Ja, das wird ein Spaß. Ich werde gleich jämmerlich dran verzweifeln, weil ich dieses Teil absolut nicht benutzen kann. Das darf jetzt mein freundlicher Kameramann machen, weil ich echt deutlich zu blöd für dieses Teil bin. Währenddessen kümmere ich mich schon mal um die Schokolade. In einem Wasserbad warm machen. So, sehr schön, danke sehr. Ah, das war verdammt viel. So, es kommt natürlich etwas noch Dämlicheres. Ach so, das brauche ich. Jetzt darf ich hier erstmal wieder 6 Esslöffel abnehmen. Es geht recht scheiße hier. Ach,
Mein Daumen wird schon richtig sein, so. Ja, so. Und währenddessen kochen wir Katze. So. Ah, da ist noch ein kleines bisschen drin. Das muss natürlich auch mal. Bah. Wir brauchen schon irgendwelche gut geöffneten Ziele, wenn er Anarchie haben kann. So, eins und. Machen wir einfach mal 10 Minuten auf 70 Grad. Irgendwas verändert sich hier gerade am Licht. Juhu. Und 2 Esslöffel Zucker. Katze. So, ich glaube, das ist nichts für dich, Lina. Noch mehr Zucker. So, Vanillezucker kommt noch in die Minimalmilch, Sojamilch, Kokosmilch, Schokopudding-Gemisch. Jetzt müssen es Zeit. Ja, die erste Tafel Schokolade habe ich schon mal zerkleinert und hier reingetan und das wird jetzt in einem Wasserbad warm gekocht. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Sojamilch schnell warm wird. So. Schon mal die zweite Schokoladentafel ausgepackt und ja, groß was zu erzählen gibt es eigentlich jetzt auch nicht mehr. Also glaube ich fast, wir könnten einen Schnitt machen. So. Bestandsaufnahme bisher her, die Soja-Kokos-Milch-Gemisch ohne Pudding kocht bisher. Das ist sehr gut. Die Schokolade ist bisher vollständig im Wasserbad geschmolzen. Auch sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch das Gemisch aus Milch und Schokopudding und Zucker rein verrühren und noch mal ganz kurz aufkochen lassen. Stellen wir noch mal ein bisschen was an Zeit ein. So, eine Minute müsste reichen. Ja, das brennt an, das ist uncool. So. Die letzten 30 Sekunden noch kurz warten, aber ja, das ist jetzt echt scheiße. Guck mal kurz. Das ist jetzt doof. Vorsicht, die Kamera wird bewegt. Das hilft mir noch nicht viel. So. Einfach weil ich noch eine Schale brauche, um den das hier drin kalt stellen zu können. Jo, der Schoko. Boah, scheiße, riecht der geil. Der Schokopudding ist fertig.
davon jetzt ein bisschen was hier rein und den Rest einfach nur in eine Schüssel und kalt stellen. Schafft er? Ja. So. Das noch ganz kurz verrühren. Da könnten wir noch ein bisschen was rein. Das war ein bisschen mehr als ein bisschen was. So. Den Pudding danach noch kalt stellen. Und das Gemisch aus Schokolade und Schokopudding. Nein. So. Noch ein paar Minuten auf dem Wasserbad stehen lassen. Verrühren in Ruhe. Aufpassen, dass nichts überläuft. Oh, riecht das geil. So schaut Schokoladenpudding aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Das kommt erstmal weg. Könnten wir eigentlich rausstellen. Ist ja kalt genug draußen. Das ist doch ordentlich geworden. So, schauen wir noch kurz. 27. Oh, der Kuchen geht ab. Weil der Kuchen läuft. In der Zwischenzeit, Vorsicht, schneiden wir erstmal die Bananen in Stücke. So grobe, ja, 2 cm maximal dicke Stücke. Und 2 Bananen. Ich weiß nicht, habe ich schon 2 Bananen gesagt? Ich glaube nicht, auf jeden Fall 2 Bananen. Eher mehr, aber wir hatten auch 2 Bananen daheim. Drum einfach 2 Bananen. So. Die Bananen sorgen dafür, dass der Kuchen nicht ganz den Anschein hat, als würde es nur Schoko mit noch mehr Schoko sein. Da reichen 2 Bananen aber auch nicht aus, Leute. Aber sie sind doch eine recht gelungene und willkommene Abwechslung in diesem doch extremst schokoladigen Kuchen. Also jeder, der auf Schokolade steht, sollte sich diesen Kuchen doch mal bei sich zu Hause ausprobieren lassen. Oder ausprobieren, war das gerade überhaupt ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht, ich bezweifle es aber auch, aber das spielt nicht viel zur Sache. Die Abfälle werden gleich mal weggeschmissen. So. So, die Bananen sind geschnitten. So. Ich verstehe das nicht. Ach so, ach so. So, im Moment gibt es eigentlich relativ wenig noch zu tun, während der Kuchen im Ofen ist. Darum würde ich sagen, schneiden wir. Jo Leute, was geht? Neuer Tag, alter Kuchen. Ja, der Kuchen ist mittlerweile gebacken und abgekühlt. Ja, ist recht kühl. Der Pudding ist härter. Er verläuft nicht mehr so. Und die Schokolade mussten wir neu schmelzen, dass sie wieder flüssig wird. Was ein Scheiß für Schokolade. Als nächstes versuche ich jetzt erstmal diesen Kuchen. So, geht doch. Ich kann das. Nachdem das ja eine Art Maulwurfskuchen wird, glaube ich jedenfalls,
nachdem was ich da lieber drauf, sicher ist sicher, müssen wir die eine relativ hohe obere Schicht abschneiden. Machen wir es doch einfach mal. Jetzt geht er ab. So, sehr schön. Ein bisschen Ordnung geschaffen, hätte ich auch eigentlich auch vorher machen können. Ist nicht. Ja. Hoffen, dass die obere Schicht nicht zerbröckelt, während wir sie verschieben. Hat sie nicht. Da ein bisschen arg viel was aber. Und jetzt einfach zerbröseln und in die Schoko-Pudding-Masse geben und unterrühren. Das wird ein Spaß. Chaos. Schwerkraft. Ja, aber ein bisschen arg viel habe ich da wirklich genommen. Ich weiß gar nicht, wie die das mit einer Tafel Schokolade machen wollen. Scheißdreck. So. Wenn ihr den Kuchen auch ein über Nacht stehen lasst, müsst ihr unbedingt dran denken, die Schokoladen-Pudding-Mischung wieder aufzuwärmen. Ich rede gerade echt komisch. Was für eine Konzentrationsarbeit ich hier doch leiste. Brösel, 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 Brösel. Im Hintergrund könnte man meinen Hund sehen. Ein süßer Hund. So, und jetzt nur noch hoffen, dass alles so läuft, wie ich es wollte. Und den Schokopudding mit Banane auf diesen Kuchen drauf verteilen. So, noch ein bisschen verteilen. Aber doch gar nicht so wenig Banane. Schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Und als letzte Amtshandlung eines Kochs, natürlich auch die letzte Tat, das hier jetzt, doch verdammt viel gewesen. Jetzt noch die Kuchen-Schoko-Pudding-Mischung auf der Pudding Bananenmischung, hier wird viel zu viel gemischt, finde ich, verteilen und glücklich werden. In den Zeiten ist es gerade ein bisschen arg schwierig.
Aber das kriege ich hin. Ich kann das. Ich bin toll. So, hier an der Seite noch ein bisschen was. So, und damit hat sich der Kuchen auch erledigt. Und wir sehen uns zum Fazit wieder. Bis dann. Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Fazit des Kuchenback-Videos. Ja, dieser Kuchen ist wohl so ziemlich das schokoladigste und geilste, was ich je in meinem Scheißleben gegessen habe. Ne, ohne Witz. Der Kuchen ist einfach nur unglaublich geil geworden. Für jeden, der einen Veganer kennt und nicht weiß, was er für ihn backen soll, wenn er zu Besuch kommt. Oder für jeden, der einfach mal was Neues ausprobieren will, kann ich diesen Kuchen wirklich nur ans Herz legen. Er ist so unglaublich schokoladig gemacht. Ah, Schokolade! Während mir nichts einfällt, zieht ihr mich einfach mal ein Stück Kuchen essen. Ohne Witz, Leute, dieser Kuchen ist so geil geworden. Bitte probiert ihn. Aus, jetzt habe ich mich verschluckt. Ne, der Kuchen ist wirklich nur noch geil und ich hoffe, der ein oder andere probiert ihn aus und ich sage bis zum nächsten Mal. Cereal.